Wie arbeitet eigentlich ein Baufinanzierer? Wir sind extra nach Heilbronn gefahren zu Hüttich und Rompf und zwar zu Tim Hübbel. Er ist Baufinanzierer und wir dürfen ihn einen ganzen Tag lang begleiten. Und das machen wir jetzt mal, da gehen wir direkt mal rein. Hallo Tim. Hallo Lena. Schön, dass wir da sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Komm rein. Ich führe dich mal durch Sehr und gerne. Stell dir unser Team vor. Wunderbar. Hier vorne sitzt unsere Vertriebsassistentin, die Irina. Sie war 2018, als wir die Filiale hier eröffnet haben, die erste Person, die hier den Schlüssel umgedreht hat. Das heißt, gehört mit fest zum Team dazu, organisiert hier vor Ort alles. Dann würde ich sagen, ich zeige dir mal das weitere Team. Sehr gerne. Gehen wir einfach mal vor, durch den Gang. Hier kommen jetzt die weiteren Büros. Mhm. Hier im Eck sitzt die Frau Reiter, Baufinanzierungsberaterin. Ganz am Ende, das größte Büro von allen, sitzt der Chef. Mit Terrasse sogar. Genau, richtig. Da gehen wir rein zu Marco. Ja. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Hallo zusammen. Ja, und an der Seite ist dann mein Büro. Dein Büro. Da muss ich mich jetzt auch ein bisschen sputen, weil der erste Termin des Tages steht an. Und genau. Dann mal schnell rein und wir gucken so ein bisschen mit. So, dann schauen wir mal, ob die Kollegen schon da sind. Dazu brauche ich mein Tablet, weil wir treffen uns virtuell über Zoom und stimmen uns da ein paar Marketingaktivitäten zusammen mit dem Makler ab. Genau. Zunächst mal muss ich sagen, dass die Budgetgeschichte ja irgendwie funktioniert. Und wir haben tatsächlich, ich meine, der Witz ist, am meisten Frauen über 65 erreicht. Erst mal so feststellen, an wem das liegt. Also meine Vermutung ist Tim. Ciao, macht's gut. Bis übermorgen. Meeting vorbei. Was war das jetzt genau für ein Termin? Ja, ich habe mit einem Maklerkollegen und einem Gutachter einmal im Monat einen Live-Talk bei Facebook. Wir versuchen das auch so ein bisschen professionell aufzuziehen und stimmen uns da einfach zwei Tage vorher nochmal über die Themen ab. Nochmal so Best Practice aus den letzten Calls, dass wir uns etwas vorbereitet fühlen. Machst du das on top zu deiner normalen Arbeit oder ist das quasi, was jeder Baufinanzierer theoretisch macht? Ja, ich mache das schon on top. Es ist eben auch ein Instrument, wie wir mit unseren Geschäftspartnern zusammenarbeiten können. So Marketingpläne, Marketingveranstaltungen. Facebook, online, eben ein großes Thema und es gehört bei uns eben auch mit dazu, dass man eben zusammen mit seinen Geschäftspartnern eben auch gewisse Aktivitäten auch startet. So Tim, jetzt erzähl mal, wie bist du eigentlich Baufinanzierer geworden? Ja, ich habe eine klassische Bankausbildung gemacht, habe da alle Stationen durchlaufen, die es so gibt, also vom Azubi bis zum Filialleiter und wollte das dann irgendwann unabhängig machen. Wollte nicht mehr für eine Bank arbeiten, sondern einfach die Kunden bestmöglich beraten und dann eben auch das beste Produkt aussuchen und nicht als Banker von einem Einzelprodukt oder von einer Einzelbank was anbieten. Und das ist einfach das Schöne, wonach ich mich gesehnt habe und das bekommen wir halt hier. Und wie bist du dann zu Hüttich und Rompf gekommen? Ja, das war eigentlich ganz witzig, weil Jobs in Stuttgart im Finanzbereich gibt es nicht so viel und plötzlich war da eine Filialleiterstelle ausgeschrieben. Und da habe ich gedacht, da bewerbe ich mich mal, habe mich getroffen mit dem Direktor und auch mit dem Vorstand damals und die haben mich überzeugt. Da war die Entscheidung dann relativ schnell klar. Okay, und jetzt sitzt du ja in Heilbronn und kannst auch ganz frei agieren oder wie kann ich mir das vorstellen? Bist du quasi selbstständig, aber bist hier Teil des Teams oder wie kann man das quasi auch für die Zuschauer da draußen, für euch, falls ihr Interesse an dem Beruf habt, wie ist das von deinen Verhältnissen quasi? Ja, wir sind auf selbstständiger Basis Geschäftspartner von Hüttich und Rompf. Offiziell bin ich jetzt kein Angestellter des Unternehmens, aber wir fühlen uns schon so, es ist schon ein Filialteam, wir arbeiten zusammen, habe aber sehr viele Freiheiten, was zum Beispiel Arbeitszeiten oder auch Arbeitsort angeht. Das heißt, sind da nicht gebunden an jetzt hier die Stadt Heilbronn zum Beispiel, sondern können eben auch in meiner alten Heimat Richtung Stuttgart viel unterwegs sein und sind da eben frei. Das ist ein großer Vorteil von der Flexibilität, weil unsere Kunden das ja auch verlangen, dass wir zum Beispiel auch mal abends um 20 Uhr zu einem Termin nach Hause fahren. Da sprichst du schon was Wichtiges an. Arbeitszeiten ist ja auch immer für viele ein wichtiges Thema, Work-Life-Balance. Wann fängst du morgens an? Wann endet dein Arbeitstag? Ja, wenn ich das wüsste. Das ist wirklich sehr flexibel. Also wir haben Tage morgens, dass wir morgens um 8 einen Kundentermin haben oder schon um 7 einen Kundentermin, weil es eben im Kundenablauf auch passt vor der Arbeit. Dann müssen wir natürlich ein bisschen früher ran. Genauso am Abend
Mal ist es abends eben auch länger, Kinder im Bett sind und wir fahren nach Hause zu den Kunden und beraten die dann dort vor Ort. Deswegen kann man es nicht so genau sagen, es gibt keine festen Arbeitszeiten, sondern wir können uns das so eigentlich planen, wie es auch im Arbeitsalltag für uns am besten passt. Und was macht jetzt konkret ein Baufinanzierer? Also was sind deine täglichen To-Dos, die du immer hast, die regelmäßig kommen? Vielleicht hast du auch Termine, die nicht so oft sind. Kannst du uns da einen Einblick geben? Ja, wir haben keinen dauerhaft selben Arbeitsablauf. Natürlich, das Produkt und die Beratungsinhalte sind immer dieselben, weil es geht eben ums Thema Baufinanzierung. Aber wir haben keinen Plan. Wenn der Kunde anruft und benötigt eine Beratung für einen Immobilienkauf, dann fahren wir eben schnellstmöglich zum Kunde und beraten ihn. Und wenn du jetzt morgens ins Büro kommst, wie viele Mails warten da auf dich? Ja, meistens über den Abend passiert dann doch recht viel von Kundenkommunikation. Und natürlich versuche ich da schon auch vielleicht noch am Abend noch die eine oder andere Mail zu beantworten, die dringend ist. Aber das Standard ist schon, dass man morgens kommt, erstmal sich einen Überblick verschafft, was steht heute an, welche Termine muss ich vorbereiten, vielleicht auch kurzfristig morgens Rückrufe machen, auch mit Banken, die da eben morgens auch sehr aktiv sind. Das heißt, das ist eigentlich schon der Standard, erstmal morgens die Mails zu checken und genau erstmal einen Tag so ein bisschen zu planen, wo muss ich heute hin und so weiter, ist auch ein Thema. Thema Klischees, man sagt ja immer so Baufinanzierer und auch Banker, das klingt ja immer so mit ganz vielen Zahlen zu tun zu haben. Stimmt das? Hast du nur mit Zahlen zu tun? Auch, ja. Wir haben natürlich viel mit Emotionen zu tun, weil es ein großes, wichtiges Lebensereignis geht bei vielen Kunden. Aber am Ende des Tages geht es um die Finanzierungskonzeption, um Berechnungen, um Raten, um Laufzeiten. Also es stimmt schon, dass man eine gewisse Affinität zu Zahlen sollte man schon mitbringen. Wenn man googelt, dann ist die meistgestellteste Frage, was verdient denn ein Baufinanzierer? Kannst du dazu was sagen? Das ist schwer zu sagen. Wir hängen natürlich an Erfolg. Das heißt, wir wollen natürlich möglichst viele Kunden begleiten, möglichst viele Finanzierungen abschließen. Und daran hängt sich natürlich auch der Ertrag. Vielleicht eine Zahl ist schwer zu sagen, weil es gibt einfach vom Aufwand, wenn ich sehr, sehr viel Aufwand reinstecke und sehr viel unterwegs bin und sehr viel Zeit investiere, bekomme ich natürlich auch einen höheren Ertrag. Was das Thema Gehalt angeht in dem Sinne. Deswegen, das hängt da schon daran. Im Vergleich zu einer Bank, das ist jetzt mein Vergleich immer gewesen, fährt man als Partner hier bei Hüttig & Rumpf sehr, sehr gut, was die Bezahlung angeht. Und deswegen lohnt sich das eigentlich, der Job, den man hier so macht. Ja. Ich glaube, vielleicht kommt das auch daher, dass man denkt, weil ihr mit großen Summen ja auch hantiert. Ich meine, wenn man jetzt eine Immobilie kauft, da ist man ja schnell mal ab 500.000 Euro aufwärts unterwegs, nehme ich jetzt mal an. Ja. Und vor allen Dingen auch hier in der Heilbronner Gegend. Vielleicht ist es auch hier sehr teuer. Kannst du da eine Einschätzung geben? Wie ist hier der Immobilienmarkt? Ja, also Heilbronn gehört zu den Boomstädten in Deutschland. Wir haben hier sehr große Universitätsdichte und wir haben hier einen sehr großen Konzern, der hier sitzt, im Einzelhandel tätig ist und der hier sehr hochqualifizierte Forschungseinrichtungen und IT-Einrichtungen hat, in den letzten Jahren auch stark gewachsen. Und dadurch steigen natürlich das Einkommen der Bevölkerung, aber natürlich auch die Immobilienpreise. Dazu ist Heilbronn auch von dem Wachstum, einfach von den Neubauten und so weiter, auch ein sehr interessanter und auch von der Örtlichkeit ein sehr interessanter Standort. Hast du vielleicht für die Zuschauer da draußen einen Tipp hier in der Region Heilbronn? Gibt es irgendwelche Zeitungen vielleicht, wo man manchmal Immobilien findet, oder hast du einen Geheimtipp? Wenn man den wüsste, ja, dann wäre das natürlich toll. Wir haben in Heilbronn sehr starke und sehr gute Makler. Mhm. Und am Ende des Tages ist es für die Kunden ein wichtiges Thema, sich eben registrieren zu lassen, zu den Maklern zu fahren, die Wünsche zu äußern, nach was man auf der Suche ist, damit eben, wenn eine Immobilie in den Verkauf geht bei einem Makler, dass man eben so früh wie möglich informiert wird. Und da gibt es in Heilbronn, wie gesagt, sehr große und gut aufgestellte Immobilienmaklerdichte. Nochmal zurück zu deinem Arbeitgeber Hüttig & Rompf. Was schätzt du so sehr an diesem Unternehmen, dass du jetzt hier auch bist und dich wohlfühlst? Ich denke, zum einen ist es das Unternehmen an sich. Also wer den Herr Rumpf kennt, wer den Herr Hüttig kennt, der weiß, dass auch Ideen des Unternehmens sehr am Herzen liegt. Ein sehr familiäres Umfeld, nennen wir es mal so. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeiten vom Job an sich sind sehr, ja, sehr gut. Wir können sehr flexibel, sehr eigenständig auch arbeiten. Das macht sehr viel Spaß, wenn man eben auch seine eigenen Ideen mit einbringen kann. Besitzt du denn selbst Immobilien? Ja, ich habe also auch selber Immobilien und sicherlich von Vorteil, wenn man auch mal das eigene Finanzierungsvorhaben selbst durchgemacht hat, auch auf der anderen Seite praktisch saß, sicher ein großer Vorteil. Jetzt steht ja ein Neukundentermin bei dir an. Wir sind gespannt, was du gleich erzählst. Wir lassen dich kurz in Ruhe, aber danach sprechen wir, wie es war.
Während Tim sich auf den Kundentermin vorbereitet, schaue ich mich im Büro noch mal etwas genauer um. Denn ich würde gerne auch kurz mit dem Filialleiter Marco sprechen. Hier sitzt jetzt der Filialleiter Marco Lutz und vielleicht hat er ein bisschen Zeit für uns, dann können wir ihm auch noch ein paar Fragen stellen. Ja? Hallo Marco! Hallo Lena, grüß dich! Schön, dass wir uns wiedersehen! Hallo! Hallo! Schon lange nicht mehr gesehen? Ja, weil, schön. Was ihr vielleicht nicht wisst, wir beide kennen uns schon. Ganz richtig. Wir haben nämlich schon mal ein Video zusammen gedreht. Das könnt ihr hier oben nachgucken. Da haben ganz viele Expertinnen und Experten von Hüttich und Rompf ihre Insider-Tipps weitergegeben. Aber jetzt zu dir. Wie lange bist du jetzt schon bei Hüttich und Rompf tätig? Ja, das sind jetzt schon 3,5 Jahre. Ja. Und dann hier in Heilbronn. Ja. Was ist das Besondere hier an dieser Gegend? Ja gut, Heilbronn lebt grundsätzlich vom Landkreis. Ja. Wir sind eine Weinregion, wir sind sehr gemütliche Leute hier. Die Stadt ist sehr klein, das ist so, aber der Landkreis ist sehr groß. Man kann sagen, der Landkreis hat so 4-mal mehr Potenzial wie die Stadt an sich. Und das macht das Ganze auch interessant, also sich auch im Randbereich zu bewegen, nicht nur in der Stadt. Und was bedeutet es für dich, eine gute Baufinanzierung zu haben? Was gehört da dazu? Was ist ein Must-Have, sag ich mal? Ja, das ist ja heute, also ich sag mal, im Zeichen der gestiegenen Kaufpreise einfach ein Thema. Ich will einen günstigen Zins und der günstige Zins ist leider einfach nur im Risiko, wie viel muss ich denn finanzieren von dem, was ich da bezahlen muss. Das heißt, grundsätzlich das Beste ist eine wertige Zusatzsicherheit durch eine Zusatzimmobilie oder Eigenkapital. Mhm. Ja? Wenn es um mein eigenes Ding geht, alles Eigenkapital rein, was ich habe. Ich werde belohnt, ich kriege einen niedrigen Zins, ich habe eine tolle Rate und natürlich nachher auch für mich weniger Kosten produziert. Das wäre so, ja, mein Haupttipp eigentlich. Und wenn du jetzt einmal sagen würdest, Baufinanzierung ist für mich, wie würdest du diesen Satz beenden? Ha, der ist gut. Baufinanzierung ist für mich mein täglicher Lebensinhalt, befestige ich jeden Tag damit und sollte von den Menschen besser beachtet werden. Es ist nicht einfach nur ein Handykauf, sondern es bedarf sehr, sehr viel Vorarbeit, es bedarf sehr diffiziler Aufarbeitung und so weiter. Und das wird oftmals auf die leichte Schulter genommen. Okay, danke dir für die Tipps und vielen Gerne. Dank für alles. Danke, Lena. Wir gehen jetzt noch weiter mit dem Tim ein bisschen schauen, denn der hat jetzt noch einen Kundentermin. Ja. Da gucken wir auch mal, dass wir da hinter die Kulissen blicken. Ich glaube, der ist auch schon da. Ja, sehr gut. Der Termin mit der Neukundin findet im Konferenzraum statt. Wir dürfen euch das Gespräch und die Inhalte natürlich aus Datenschutzgründen nicht zeigen, aber ein paar kleine Einblicke von dem Erstgespräch können wir euch in Absprache mit der Kundin geben. Insgesamt hat das Gespräch über 2 Stunden gedauert. Tim hat sich also viel Zeit genommen, um der Kundin alle Möglichkeiten, die sie für eine Finanzierung hat, aufzuzeigen. Und wie war jetzt das Gespräch mit der Neukundin? Ja, das war sehr angenehm. Die Kundin plant, ein Neubauprojekt zu kaufen. Das ist gut, oder? Das ist gut, das Projekt ist schön, eine schöne Lage, passt gut zu ihr. Und jetzt geht es darum, eben die passende Finanzierung für sie zu finden. Okay, und was hat sie konkret sich so vorgestellt? Kannst du da kleine Einblicke geben? Ja, es geht ja immer darum, wie baut man das Konzept zusammen? Also wie viel Eigenkapital wird eingesetzt? Wie hoch ist die Finanzierungsrate? Spielt eine große Rolle. Und auch im Neubau, wie ist der Zeitplan? Das heißt, wann ist die Fertigstellung geplant? Wann zieht die Kundin um? Wann geht sie aus der Miete raus? Einfach diese ganzen Abläufe aufzuplanen. Apropos Neubau, für euch ganz wichtig, es gibt richtig viele Fördermöglichkeiten im Bereich des Neubaus. Da haben wir auch gerade ein Video zu gedreht, das verlinken wir euch mal hier oben. Klickt gerne rein. Und solche Art von Beratungsgesprächen, wie viele hast du da im Monat ungefähr? Es ist schwer zu sagen, weil es meistens immer gehäuft kommt, aber wenn man am Tag einen neuen Beratungstermin hat, ist es schon sehr viel, weil wir auch noch Folgetermine dann haben, 2 Termine, Termine bei den Banken und so weiter, sodass man dann am Tag 3 Termine schaffen kann. Mhm. Natürlich kann man auch mehr schaffen, da ist immer eine Frage der Zeit. Und wenn ich jetzt Kunde oder Kundin bin, wie bereite ich mich am besten vor oder muss ich mich überhaupt vorbereiten? Ja, idealerweise bereitet man sich schon ein bisschen auf den Termin vor, bringt entsprechend Unterlagen mit. Wir informieren auch unsere Kunden, welche Unterlagen wir für die Bank benötigen. Am besten stellt man es schon mal vorab zusammen, entweder als Kopien oder auch gerne per E-Mail oder wir haben auch die Möglichkeit, natürlich digital Unterlagen auszutauschen. Was wäre das für Unterlagen? Was brauchst du auf jeden Fall, um so einen Eindruck zu bekommen? Ja, natürlich sind die Gehaltsabrechnungen ein wichtiger Punkt über die Einnahmen, Ausgaben, die Vermögensverhältnisse, wie viel Eigenkapital sind da sehr hilfreich und für die ganzen persönlichen Daten, natürlich auch ein Ausweis, spielt da auch eine Rolle. Wenn jetzt ein Kunde schon mit einem konkreten Neubauvorhaben, wie jetzt in diesem Fall, kommt, dann werden natürlich auch Unterlagen zum Objekt sinnvoll.
Also ein Exposé, Grundrisse, damit man sich auch einen Eindruck verschaffen kann von der Immobilie. Kaufen oder bauen, das ist ja immer so die Frage, was mache ich? Kannst du dann einen Trend erkennen bei deinen Kundinnen und Kunden? Ja, leider ist es so, dass Kunden natürlich schon Prämissen haben, in einer neuen Immobilie zu wohnen oder eine Bestandswohnung zu kaufen oder ein Haus. Aber aktuell haben wir leider nicht die große Auswahl. Das heißt, meistens kommt immer die Bestandsimmobilie, für die man sich entscheiden muss oder dagegen, oder eben ein Neubauprojekt oder ein Bauplatz. Als persönlichen Tipp für euch, aktuell gibt es wenig Auswahlmöglichkeiten, ob Neubau oder halt Bestand. Meistens kommt eben nur eine Option, die man hat, entweder den Bauplatz oder dann halt das Bestandsgebäude. Und da gilt es eben schnell zu sein, schnell zu entscheiden, damit man eben den Zugriff auf die guten Immobilien auch bekommt. Also merkt euch, schnell sein. Jetzt gibt es ja vielleicht Kundinnen und Kunden, die jünger sind oder noch nicht so viel Eigenkapital haben. Ist das grundsätzlich möglich, dann auch eine Baufinanzierung zu bekommen? Ja, grundsätzlich möglich schon. Natürlich wollen die Banken immer sehen, dass eben ein gewisses Eigenkapital auch mitgebracht wird für die Nebenkosten oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich ist es möglich. Manchmal gibt es ja auch Gründe, warum Kunden kein Eigenkapital auf die Seite sparen konnten. Da prüfen die Banken dann eben etwas genauer. Kann auch sein oder es ist so, dass die Zinsen dann vielleicht auch teurer sind, als wenn man jetzt viel Eigenkapital mitbringt. Aber wir können das prüfen und wenn die Rate dann insgesamt auch passt, geht sowas auch. Ist es dann nicht auch sinnvoll, Sondertilgungen in seinem Vertrag mit aufzunehmen, dass, falls man mal von der Oma oder dem Opa was erbt, dann halt nochmal nachlegen kann? Ja klar, an den meisten Banken bieten das automatisch heutzutage an, 5% von der ursprünglichen Darlehenssumme als Sondertilgung reinzubringen. Da hat man auch die Möglichkeit, schneller zurückzuzahlen und sich dann schneller zu entschulden. Tim zeigt mir dann noch ein bisschen Heilbronn und die Immobilienlage vor Ort. Und da kommen wir auch wieder auf euch Käuferinnen und Käufer zu sprechen und die generelle Frage nach der Relevanz von Immobilien. Aus deiner Sicht vielleicht nochmal, warum sind Immobilien so eine sinnvolle Geldanlage? Naja, die Alternativen sind halt gerade nicht so berauschend. Wir haben ein sehr niedriges Zinsniveau. Wir haben keine Anlagenzinsen so auf dem Sparbuch, wie man das so von früher kannte. Deswegen muss man sich einfach überlegen, wie investiere ich mein Geld, wie baue ich Vermögen auf. Und da sind eben Immobilien immer noch eine gute Möglichkeit. Ja, also gerade auch was die Rente angeht oder die Altersvorsorge. Ganz klar. Ich meine, gerade auch bei jüngeren Immobilienkäufern, die haben natürlich noch lange Zeit bis zur Rente. Das heißt, die können dann eben Immobilien vermieten, können so ihre Kredite, die die vielleicht aufnehmen, auch abbezahlen und steigern so den Wert der Immobilie bzw. entschulden sich dann nach und nach. Und so gewinnt dann eben das Gesamtvermögen, wächst dann und ist dann gut für die Rente. Hast du eine Empfehlung, ab wie vielen Jahren man sich mit dem Thema Immobilienkauf vielleicht auseinandersetzen sollte? Ich würde es gar nicht an einem Alter festmachen, sondern eher an einer Lebenssituation. Das heißt, wenn ich eben so meinen Job gefunden habe, wenn ich ein gewisses Einkommen auch habe, gewisse Sicherheit aufgebaut habe, muss ich mich natürlich damit befassen, was mache ich jetzt mit meinen Einkünften. Und da ist eben eine Anlage in Immobilien eben eine gute Alternative. In Sachen Baufinanzierung, hast du persönlich noch einen Tipp für die Zuschauer da draußen, wo du sagst, unbedingt darauf achten? Ja, frühzeitig anfangen mit den Informationen, das heißt frühzeitig die Beratung suchen und dann auch Klarheit zu haben, in welche Richtung geht das Ganze. Und daneben klar vergleichen, das heißt eben durch uns vergleichen lassen, schauen, welche Bank bietet die besten Rahmenbedingungen. Es geht nicht immer um die Zinssätze. Mhm. Manchmal sind einfach die Bedingungen, die die Banken bieten, auch sehr unterschiedlich. Was machst du so nach Feierabend dann? Hast du irgendein Ritual, um quasi von der Arbeit so ein bisschen zu entspannen? Ja, ich mache viel Sport, spiele Tennis, gehe joggen, was so zeitlich dann abends dann auch noch passt. Und Thema Kunden vielleicht nochmal. Fehler, die man machen kann bei einer Baufinanzierung. Hast du da Erfahrungen, was oft gemacht wird, wo du sagst, lass das lieber, ich würde euch da was anderes empfehlen? Ja, oft verhaspeln sich die Kunden so ein bisschen in Kleinigkeiten. Mhm. Gerade so das Feilschen um die günstigsten Konditionen nimmt dann oft zu viel Zeit in Anspruch. Und die Leute verpassen dann den richtigen Moment, um dann auch zuzusagen zur Immobilie. Das heißt, da einfach auch mutig sein, auch mal zusagen, wenn alles soweit passt und sich dann nicht an Kleinigkeiten dann noch aufhalten. Und jetzt so von deiner persönlichen Erfahrung her, dein Top-Tipp, was würdest du sagen, baufinanzierungstechnisch, was hast du da noch mitzugeben für die Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja, also als Tipp ist ganz klar vergleichen, uns in Anspruch nehmen, einfach unabhängig mehrere Banken auch zu schauen. Oft geht es gar nicht darum, die günstigsten Zinsen zu kriegen, sondern einfach auch die besten Rahmenbedingungen. Da unterscheiden sich die Banken tatsächlich ziemlich groß, auch aktuell. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank, Tim, dass wir deinen Arbeitsalltag mal begleiten durften. Sehr gerne. Und ich hoffe, ihr habt einen super Eindruck bekommen, wie ein Baufinanzierer so arbeitet. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, dann beantworten wir sie gerne.
Und hier findet ihr ein weiteres Video mit Expertinnen und Experten. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.